Yo, servus Leute, was geht ab? Ja, heute kommen wir wieder zu einem kleinen Unboxing-Video und zwar zu diesem guten Stück, der Easy SMX Xbox 360 Controller 9101. Ja. Folgendes, dieses Produkt habe ich auf Amazon gekauft. Ich habe ja schon öfters von diesen Controllern schon welche getestet, ja, und dieses Mal geht es darum, meine Mutter wollte einen haben, beziehungsweise wir haben ihr den gekauft für das Geburtstagsgeschenk, weil sie jetzt bald Geburtstag hat, und sie hätte gerne einen Xbox 360 Controller, den man als beziehungsweise Wireless benutzen kann, mit einem integrierten Akku und den man auch als mit Kabel benutzen kann, ja, sowohl als auch. Ja, das hat einfach den Vorteil, man muss nicht ständig irgendwelche Batterien reinlegen oder so, deswegen haben wir uns für den entschieden, der hat relativ gute Bewertungen. Kostet aktuell 32,99 auf Amazon. Ja, also das, was ich durchgelesen habe, das ist auf jeden Fall ganz okay. Deswegen habe ich gedacht, komm, ich mache mir einfach selbst mal ein Bild davon. Ich teste das ganze Ding einfach mal aus und bestelle den. Und wenn es passt, ansonsten geht das Ding wieder zurück. Ja, also das, was ich auf jeden Fall jetzt als Ersteindruck schon mal von dem ganzen Teil hatte hier, ist auf jeden Fall schon mal gut, aber ich würde sagen, wir packen das Ding einfach aus, wechseln die Cam jetzt wieder, danach gibt es wieder eine kleine Bewertung von mir, wie das Ding sich denn jetzt im Alltag geschlagen hat und dann würde ich sagen, so, sehen wir uns gleich wieder. Ja, und Leute, und nicht vergessen, wenn es euch gefällt, immer liken, abonnieren, ja, dass der Kanal weiter wächst. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar dafür und in diesem Sinne, haut rein, bis dahin, gleich. Da haben wir auch das gute Stück, wir gucken uns das jetzt einfach mal an hier, also man sieht, es ist auf jeden Fall ziemlich... Ja, kratzanfällige Verpackung, also wenn ihr das irgendjemand schenken möchtet, so wie ich das jetzt gemacht habe bei meiner Mutter, weil die auch gerne zockt, dann ja, müsst ihr da ein bisschen aufpassen, da kam auf jeden Fall schon so ein bisschen an. Es gibt einen in Schwarz, es gibt einen in Weiß, ja, das genaue Modell ist das ESM 9101. Ansonsten ist hier nichts wirkliches, ja, Wettbewegendes drauf, das Logo, ja, ausgepackt habe ich es jetzt schon, deswegen sage ich, der Schmutz kann weg, meine Freunde. Und wie ihr wisst, liken, abonnieren nicht vergessen. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einfach mal das hier noch an. Wir haben hier das User Manual. Das bedeutet das Handbuch. Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Espanol und scheinbar Chinesisch. Da würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal direkt zum Deutschen über. Da haben wir natürlich eine kleine Übersicht hier, was wir alles dabei haben, wie der Controller denn aussieht, für was die Funktionen denn alle sind. Wir haben hier gar so ein Reset-Loch, ja, extra hier. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. 19? Bin ich jetzt blind oder sehe ich die hier gar nicht? Ja, 18 ist da. Turbo LED. 19. Ah, da. Ups. Man sollte seine Finger wegtun. Hier haben wir die 19. Okay, perfekt. Also falls ich das Ding mal aufhängen sollte oder so, können wir das auf jeden Fall mal resetten. USB-Empfänger, USB-Kabel, wie hier steht, ja. Das Witzige, also beziehungsweise das nicht das Witzige, sondern das Gute daran ist, es ist Typ C, ja. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier auf jeden Fall 2,4 GHz Netz haben wir hier. Also wir haben hier einen Bluetooth-Empfänger. Dann haben wir 10 Meter ungefähr Arbeitsbereich. Ja, das kommt eigentlich ungefähr hin. Dann haben wir halt einen 600 mAh Akku. Das ist nicht der größte. Ladezeit dafür natürlich dann noch 12 Stunden. Betriebszeit 8 Stunden mehr. Also das kann ich jetzt schon mal ein bisschen bestätigen. Also ich habe jetzt schon mal ein bisschen Vollgas damit gedaddelt. So 3, 4 Stunden oder so. Also bis jetzt zeigt er mal keine Anzeichen, dass er irgendwie, ja... Also quasi der Saft ausgeht. Ansonsten haben wir hier noch das Übliche, ein Ausschalten, Aufladen, das sogar, dass wir ihn mit der PlayStation 3 verbinden können. Dann hier Game Controller, LED-Status, was genau bedeutet. Also das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut soweit hier beschrieben. Verbinden mit dem PC, damit wir sehen, zum Beispiel als was er verbunden ist und so weiter und so fort. Hier haben wir noch Android, Smartphone, Tablet, also könnt ihr den auch quasi über USB OTG-Kabel könnt ihr den quasi noch verbinden, Turbo-Knopf beachten, Knopf testen, also das ist auf jeden Fall auch interessant, das könnt ihr hier auch machen im Windows, falls ihr denkt, da funktioniert irgendwas nicht. Und ansonsten haben wir hier noch eine kleine Hilfestellung hinten und das war es eigentlich im Prinzip, deswegen können wir das jetzt einfach mal hier zur Seite legen. Dann würde ich sagen, gucken wir uns doch jetzt einfach mal an, was sonst noch dabei war an den ganzen Sachen. Also wir haben hier auf jeden Fall das USB-Typ-C-Kabel, das haben wir hier dabei, wie man es da sieht, ja. Es ist ein Standardkabel, es ist nichts Weltbewegendes, also von der Länge her, wir zwiebeln es mal auf hier. Ja, also es dürfte einen guten Meter, 1,50 Meter dürfte das sein ungefähr, ja, also... Es reicht für den Controller zu verbinden, zum Laden oder wenn man mal zum Zocken möchte, falls der Akku mal leer ist. Ja, es ist auf jeden Fall ausreichend. Dann haben wir hier noch einen kleinen schönen Empfänger.
Meiner Meinung nach könnte der vielleicht ein bisschen kleiner sein. Also wenn wir den an den PC irgendwo anstöpseln oder so. Hier haben wir noch eine kleine LED hier oben, die das anzeigt. Ansonsten ist es ein relativ schlicht gehaltener. Ja, funktioniert auf jeden Fall ohne Probleme. Dann würde ich sagen, gucken wir uns einfach mal den Controller an. Hier haben wir das gute Stück. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Ich mal ein bisschen näher ran. Er ist jetzt natürlich schon ein bisschen hier zugestaubt. Also, wenn wir jetzt mal erstmal den Hörtest machen. Das geht eigentlich soweit. Die normalen Knöpfe hier. Ja, die gehen eigentlich auch hier oben. Also jetzt muss ich eigentlich schon mal sagen, wenn wir hier drauf drücken, dann sieht man es gleich. Dann dreht sich es, verbindet sich normalerweise. Das geht es natürlich nicht, weil der Empfänger nicht eingestöpselt ist. Dann haben wir hier noch so ein bisschen. Ja, es ist auf jeden Fall alles aus hartem Plastik oder so. Es ist jetzt nicht irgendwie gummiert oder so. Es hat hier so eine kleine halt so eine Riffel, also quasi Beschichtung, wie man es schön sehen kann. Hier hinten haben wir natürlich noch, ups, da haben wir den Wireless Controller, steht nochmal alles drauf, die Bezeichnung. Also, er ist auf jeden Fall sehr stabil. Ja, also ich kann hier gar nichts im Gegensatz zu den anderen Controller, die ich schon hier hatte. Er ist sauber verarbeitet, meiner Meinung nach. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Er liegt auch gut in der Hand. Ja, er ist auch nicht wirklich schwer oder so. Das passt eigentlich alles. Der Druckpunkt hier, muss ich auch sagen, der ist auch soweit ganz gut. Ich habe ja, wie gesagt, auch schon andere Controller gehabt. Auch so ein, sagen wir mal, für knapp 20 Euro so ein Controller. Dieser kostet übrigens 32,99. Der ist auch ein bisschen teurer, weil erstens mal wir einen Akku hier drin verbaut haben. Und zweitens haben wir noch einen Empfänger dabei, was die meisten in dieser Preisklasse von den Controllern eigentlich hier nicht haben. Deswegen würde ich einfach sagen, wir holen jetzt mal was zum Wiegen, dann wiegen wir das Ding mal und dann wechseln wir wieder rüber in die Kamera. Also wir haben hier 206 Gramm, ich hoffe, man sieht's. Ja, das muss ich eigentlich sagen, das geht fit. Ja, also ich denke mal so zwischen 150, 200, 250 Gramm ist so das Optimale, dass er nicht wirklich zu leicht ist oder so. Ja, oder hat es halt zu so schwer ist für eine längere Zockersession. Ja, wie gesagt, hier haben wir das Typ C noch. Ich würde einfach sagen, Leute, wenn ihr noch was wissen wollt zu dem Controller, packt es einfach in die Kommentare unten rein. Dementsprechend wechseln wir jetzt einfach mal die Cam. Erstmal vorneweg, ja, ich weiß, der Controller ist nicht immer hundertprozentig im Sichtfeld. Ja, aber hier könnt ihr ihn von mir aus nochmal gerne ganz sehen, wenn ihr das unbedingt wollt. Das nächste Mal werde ich ein bisschen mehr drauf achten, damit der Controller in der Mitte ist. Ja, ich muss erstmal gucken, beziehungsweise bei meinem anderen Mauspad, da habe ich mich immer ein bisschen dran orientiert. Und hier ist es so, ja, damit ich jetzt quasi erstmal gucken muss, wo ich mich dran orientiere, je nachdem, wo ich das Handy da oben einklemme. Dementsprechend hoffentlich seht ihr das nicht so eng. Ja, das meiste ist, denke ich, drauf. Man sieht es, man hört es und das passt so. Jetzt kommen wir kurz zu meinem Fazit. Also ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall positiv überrascht von dem Drücker. Zu dem anderen Drücker, den ich schon hier hatte, oder die generell, muss ich sagen, ist er auf jeden Fall definitiv ein bisschen schwerer. Er liegt gut in der Hand, er ist sauber verarbeitet. Die Konfiguration und das alles funktioniert ohne Probleme. Ja, das bedeutet, ich habe einfach hier den USB-Adapter eingesteckt. Ja, dann habe ich gedacht, oh, mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Muss ich irgendwas drücken, großartig oder sonst irgendwas? Ich habe hier dann einfach mal ein bisschen auf den Knöpfen hier rumgetastet. Ja. Und beziehungsweise ruckzuck war das Ding dann erkannt und hat auch funktioniert ohne Probleme. Ich habe es jetzt schon mal mehrere Stunden lang in Fall Guys und anderen Games probiert, also klappt auch wunderbar. Ja, also tastendruckmäßig muss ich sagen, bin ich begeistert davon. Ja, besser als der andere Controller, den ich hier hatte. Definitiv die 32,99 sein Geld wert. Ja, also ich denke, wenn ich mir wieder einen kaufen würde oder so, würde ich wahrscheinlich keine für 17, 18 Euro mehr kaufen, beziehungsweise dann würde es eher so in dem Bereichsbereich von 30 Euro, vielleicht eventuell auf 40 Euro sein, aber höher würde ich tatsächlich nicht mehr gehen, weil dann könnte ich mir auch direkt einen neuen, beziehungsweise einen originalen kaufen. Und es ist ja nicht Sinn der Sache, dass wenn wir hier gucken nach Controllern, dass wir schauen, dass wir auch irgendwie ein bisschen was Geld sparenmäßig können, ja, und dass wir nicht den Namen mitkaufen, sondern dass wir halt gucken, dass wir ein Produkt kriegen, das gut ist, ja, der hat Typ C, der hat einen Akku integriert, der Akku hält bis jetzt immer noch.
Die Qualität, wie gesagt, die ist soweit ganz gut. Also ich würde sagen, auf jeden Fall, ja, gute 8 Punkte würde ich ihm geben von 10. Wäre schön, wenn vielleicht noch ein größerer Akku drin wäre. Und Ladezeiten 2 Stunden, ja, ich denke, das ist okay, ja. Aber ich denke, wenn nach, je nachdem, wenn ein größerer Akku drin wäre, wäre das wieder ein bisschen was anderes. Aber ansonsten, ja, gibt es auf jeden Fall noch diverse andere Modelle von dem Ding. Ja, hier so irgendwie verschnörkelt, beleuchtet, was weiß ich noch, keine Ahnung. Ja, was mir auf jeden Fall auch noch wichtig war, was ich euch noch zeigen wollte, ist hier auf jeden Fall der Grip, ja, hier oben oder so. Es ist nicht so wie bei den anderen Controllern oder generell, wenn man manchmal das hat, ja, dass man sich hier extra noch so Dinger kaufen kann, beziehungsweise müsste, um das drüber zu machen, zum Stülpen sozusagen, weil wenn man hier ein bisschen länger spielt, jeder kennt es von euch, dass man dann ab und zu mal ein bisschen von den Fingern her, die Hände sind ja automatisch immer so ein bisschen gefettet, beziehungsweise, und das ist halt ein bisschen nervig, wenn man länger zockt oder generell schwitzt, ja, oder schwitzige Hände hat, dass das dann zum Beispiel irgendwie so ein bisschen rutschig oder sonst irgendwas wird, ja. Wer hat nicht schon irgendwie ein Game verloren, wenn er hier so ein bisschen rummacht oder so und es rutscht irgendwie ab oder man drückt irgendwie was falsch? Passiert auf jeden Fall mal, aber ich muss auf jeden Fall sagen, wie gesagt, der ist auf jeden Fall sein Geld wert. Mehr würde ich nicht bezahlen wollen. Passt auf jeden Fall, wenn ihr was kaufen wollt, an Controller-mäßig. Ich denke, ich werde wieder auch hier, wie bei dem anderen, werde ich einen Langzeittest davon machen. Werde euch dann berichten, keine Ahnung, halben Jahr, Jahr oder so, je nachdem, wie das Ding dann funktioniert, beziehungsweise wie meine Mutter darauf reagiert, ob es ihr soweit gefällt, beziehungsweise wie lange der Controller denn auch hält. In diesem Sinne wünsche ich euch noch was, Leute. Haut rein, bis denn. Ciao. Thank you.